schlimm ist eher der Typ in der Wand, wenn der noch mitmischen will. So. Das ist halt das Gemeine, wenn sie rückwärts gehen. So. Ach ja, wir sind, haben übrigens ja jetzt wieder den vollen Heidespeer. Also wechsle ich mal auf den, der ist ja etwas effektiver als meine anderen beiden Speere. Das wiederum ist, war jetzt nicht so gut. Au. Okay, strategischer Rückzug. Heilen. Und wieder zum Angriff übergehen. Der wird sich auch etwas geheilt haben wahrscheinlich. Nein, hat er nicht. Und er steht nur blöd da. Gut. Und wie man sehen kann, bis auf den Basilisk und die Mimik, die wir nicht getötet haben, ist jetzt alles weg. Wow. So. Ja, du hast einen Duftzweig. Sehr gut. Gut, das nächste Ziel ist es, ihn hier dazu zu bringen, uns die Tür aufzumachen. Wobei sich das jetzt etwas schwierig gestalten wird. Und auch nicht. Aufpassen, dass wir nicht gemampft werden von ihm. Und weg ist er. Und wir kommen an die Truhe hier hin, hier drin ran. So. Eine missgestaltete Muschel. Eine der in Aldia entwickelten missgestalteten Waffen wird wie ein Großhammer geschwungen. Möglicherweise ein Fragment einer Riesenmuschel, deren Herkunft jedoch unbekannt ist. Der seltsame Fürst Aldia versuchte, das Geheimnis des Lebens selbst zu enthüllen und sah die Untoten als Schlüssel für dieses Rätsel. Ja, jetzt wird er zum ersten Mal wirklich erwähnt, nämlich Fürst Aldia. So, und hier hinter... müsste eigentlich noch ein Oger lauern. Nein, hinter dieser Tür müsste der Oger lauern. Das ist jetzt... wow. Nicht so schick. Da wollte ich noch gerade ausweichen. Wow. Verdammter Mistkerl, ey. Hohoho, das war wieder knapp.
So, wegrollen und weg mit dir. Also wenn, dann müssen wir uns jetzt ständig durch zwei Ogre und drei Basilisken durchkämpfen, wenn wir jetzt hier raus wollen. Tolle Aussicht voraus. Ja, das stimmt allerdings. Das hier ist erst einmal ein riesiger Vogelkäfig. Jedenfalls sieht es von außen so aus. Mit riesigen Steinsäulen, die in den Himmel ragen. Wenn man sich hier so umsieht, sieht man hier sehr viel schönes Gebiet. Ich traue mich eigentlich gar nicht, mit den vielen Seen, die ich jetzt schon habe, hier reinzugehen. Wobei der Bosskampf hier nicht so schwer ist. Nämlich gegen den Wächterdrachen. Ich hätte nur den Ring wechseln müssen. Das ist übrigens dieselbe Art von Drache, wie die, gegen die wir vor der blauen Kapelle gekämpft haben. Nur, dass er hier bessere Moves drauf hat. Wie das hier zum Beispiel. Mhm. Komm, ich will deinen Schweif abhauen. Wow. Raus aus der Flammenzone, das ist gefährlich. Aber da wir eine Blitzwaffe benutzen, wow, machen wir auch guten Schaden an ihm. Das war nicht so toll, oh, aber wenigstens überleben wir es. Ja, immer wenn er das macht, ist er kurz davor, einen Flammenstrahl zu machen, genau. Meine Flügel pieksen. Das müsste ihm Schmerzen verursachen. Das verursacht uns Schmerzen. Sicherheitshalber noch was trinken. Oh. Weg aus der Feuerzone. Das war auch nicht so schön. Versuchen wir es mal mit ein paar Lebenssteinen. Oh, jetzt wird er wieder hier vor sich alles abflammen. Komm. Komm, gib deinen Schweif her. Ah, das war sein Schweif. Okay, und er droppt nichts. Jetzt bin ich mir sicher. Wow. Der Kampf erinnert ein bisschen an den schwarzen Kelemit aus Dark Souls 1. Nur dass er hier nicht so heftig ist wie Kelemit. Also er hat vor allem Dingen nicht die ganz groben Kellen drauf, die er drauf, die Kelemit drauf hatte. Von hier aus können wir ihn theoretisch beschießen.
Das hat mich leicht getroffen. Jetzt schießt er wieder einen Feuerball. Den auszuweichen ist eigentlich nicht so schwierig. Und eigentlich, wenn er das macht, ist er am besten anzugreifen. So. Wir haben den Drachenwächter besiegt. Und damit eigentlich Aldias Festung abgeschlossen. Versucht rechts unter Vision von toller Aussicht. Jo. Es kommt übrigens wieder was sehr Lustiges. Also erstmal ist die Aussicht wirklich imposant mit den ganzen Wäldern, den Steinsäulen und allem. Ja, tolle Aussicht voraus. Eine Drachenschuppe. Das ist übrigens ein Eidgegenstand, soweit ich weiß. Der müsste also hier aufgeführt sein, genau. Opferschuppe für den Drachen. Eine Schuppe vom Körper eines uralten Drachen. Opfert sie dem Drachen, damit euer eigen Leib dem des uralten ewigen Drachen ähnlicher wird. Wer eine uralte Drachenschuppe berührt, kann einen Blick in den Abgrund werfen. Wer an den Drachen glaubt, erhebt sich über die triviale leibliche Existenz. Jo. Dann fahren wir jetzt mal hoch. Sehr lange hoch. Manchmal könnte man echt meinen, diese langen Aufzüge sind irgendwie Teleporter. Weil wo wir jetzt ankommen, ist auch wieder sehr unglaublich. Ähnlich wie beim alten Eisenschloss. So. Ist hier der Ausgang. Und wir kommen am Drachenhorst. Ja. Gut, beim Drachenhorst könnte man jetzt sagen, dass die Steine hier ganz oben auf den Felsspitzen thronen. Hier, was man hier so alles sieht. Bei Aldias Festung sieht man von hier oben auch wieder nicht mehr. Übrigens war da gerade wieder die Smaragdbotin, mit der wir mal wieder sprechen sollten. Sie hat uns ja gesagt, wir müssen in dieses Land hier kommen. Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. Eine alte Feder. Do not resist. The dragon welcomes you. Mhm. Und mehr hat sie uns nicht zu sagen. Also sie gibt uns erst einmal die uralte Feder. Dum dum dum. Da. Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer. Wie ein Heimatknochen. Mit dem Unterschied, dass sie sich nicht aufbraucht. Eine alte Vogelfeder ermöglicht euch die Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer, die ihr euch ausgerubt habt. Kann wiederholt eingesetzt werden. Das von der Welt weggesperrte Drachenkind ersann allein aus dem Anblick einer Feder eine Welt endloser Möglichkeiten. Ja, ein bisschen Hintergrundstory zu ihr hier. Sie wurde scheinbar von Drachen erschaffen. Jedenfalls behauptet sie das so. Gut, wir haben die Feder gekriegt und können jetzt dem eigentlichen Pfad folgen.
der uns hier entlang führt. Und zwar zu einem Leuchtfeuer. Gut. Erst einmal in die Gegenstandskiste, wie immer. Und Zeug aussortieren.